ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal, alles ist. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. Die Schmetterlinge in Sophies Bauch fingen wieder an zu flattern. Wenn Conny nach den Ferien mit dem Schauspielunterricht weitermacht, dann hat sie sicher keine Zeit mehr für Anton. Und das ist meine Chance. Zu Dr. Wolferts Erstaunen schnitt René in der Geschichtsklausur gut ab. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Bursche versucht, mich reinzulegen. Trotzdem werde ich René noch mal mündlich prüfen. René schlich in den Geheimgang, um die Infos für die Prüfung abzuhören. Aber Dr. Wolfert hatte ihn durchschaut. Ich denke, dass ich ihn fragen will, welche Bündnispartner Deutschland 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte. Wetten, dass er nicht auf Japan und Italien kommt? Japan und Italien? Ich dachte auch... Bei der Prüfung wollte Dr. Wolfert René mit seinem Trick überführen. Welche Bündnispartner hatte Deutschland 1914? Japan und Italien. Waren es nicht. Das war die KUK-Monarchie Österreich-Ungarn. Und? Habe ich die Prüfung bestanden? Ja, sieht ganz so aus. Können wir dann jetzt gehen? Selbstverständlich. Japan und Italien. Waren es nicht. Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Was meinen Sie? Das ist doch kein Zufall, dass du vorhin ausgerechnet Japan und Italien genannt hast. Du hast mich doch im Lehrerzimmer belauscht. Gib es zu. Ich? Nein, wie kommen Sie darauf? Wann kommst du denn? Entschuldigung. Sorry. Darf ich dann? Aber wir sprechen uns noch. Ja, bitte. Ich wollte nur kurz die Essensbestellung für den Tag der offenen Tür mit Ihnen besprechen. Ach so, ja. Kommen Sie rein. Hallo. Das ist wohl schon der erste Bewerber fürs neue Schuljahr. Es ist mein Neffe Jakob. Entschuldigung, dass ich ihn mitbringe, aber seine Mutter hatte einen dringenden Arzttermin. Ist doch kein Problem, lieber Pasulke. So, Jakob, du setzt dich jetzt mal einen Augenblick ganz ruhig da auf den Stuhl. Also, ich weiß nicht, ob wir genug Brötchen haben. Da. Genau werden wir es jetzt hinterher wissen. Mit wie vielen Leuten rechnen wir denn? Ich hoffe 100, 120. Ui. Lassen Sie ihn doch. Die Unterwasserwelt zieht eben jeden in ihren Bann. Mir geht's doch nicht anders. Ja, wenn Sie meinen. Ich denke, wir sollten ruhig die doppelte Menge Brötchen bestellen. Gut. Mensch, das geht mir Jakob. Das ist wirklich sehr freundlich von dir, dass du die Fische füttern willst. Aber Fische fressen keine Krokodile. Die Krokodile sollen ja auch die Fische fressen. Lassen Sie nur, ich mach das schon. Bringen Sie lieber Ihren Neffen in Sicherheit. Ja, ja, Jakob. Himmel, und gleich kommen die Kollegen zum Vorstellungsgespräch. Eins, da unten ist ja noch einer. Ich hab dir doch extra noch die richtige Lösung gesagt. Die habe ich bei der Prüfung ja auch genannt. Ja, nach dem scheiß Witz, den du loslassen musstest. Jetzt komm mal wieder runter. Japan und Italien sind es nicht. Ja, ist doch klar, dass Wölfchen dahinter kommt. Na und? Er kann René gar nichts beweisen. Er wird aber nicht aufgeben, bevor er René nicht irgendwas nachgewiesen hat. Wir müssen eben schneller sein. Wie meinst du denn das? Angriff ist die beste Verteidigung. Ich rede mit Haller. Ja, ja, was willst ja, du dem erzählen? Bitte. Dass Wölfchen René schon die ganze Zeit ungerecht behandelt. Damit haben wir ihn bestimmt auf unserer Seite. Und was ist mit Moritz? Was, wenn der sich verplappert? Der weiß doch auch vom Geheimgang. Keine Panik, mit dem red ich. Der hält schon seine Klappe.
Selbst wenn Haller uns glaubt, es ändert nichts an Wolferts Meinung. Deshalb müssen wir alle Schüler zusammentrommeln. Dann kommt Wölfchen bestimmt nicht durch mit seiner Abhörtheorie. Dann wird der René aber erst recht nachweisen wollen, dass er ihn belauscht hat. Was hast du denn für einen Vorschlag, Miss Neunmal Klug? Ich würde Wölfchen einfach die Wahrheit sagen. Vielleicht lässt er dich die Prüfung ja sogar wiederholen. Das glaubst du doch selber nicht. Dann lässt er René erst recht durchfallen. Tja, und dann heißt es für mich, tschüss, Einstein. Also, was ist nun? Soll ich zu Haller gehen? Meinetwegen. Du bist so blöd. Aber Renés Antwort kann doch auch Zufall gewesen sein. Immerhin waren Japan und Italien ja Bündnispartner von Deutschland im Zweiten Weltkrieg. An solche Zufälle glaube ich nicht. Ich bin mir sicher, dass der Junge mich hier im Lehrerzimmer belauscht hat. Ach, Glauben nützt uns nicht. Was ist denn hier los? Kollege Wolfert fühlt sich belauscht. Kollege Lachmann, Sie sind mein Zeuge. Sie waren doch dabei, als ich René hier im Lehrerzimmer die Falle gestellt habe. Sie meinen die falschen Antworten für die Geschichtsprüfung? Genau, sehen Sie, ich habe recht. Und dieses Rieseln in den Wänden haben Sie auch gehört. Nicht wirklich. Aber ich bild mir doch das nicht ein. Genau von hier kamen die Geräusche. Haben Sie gehört? Da ist es schon wieder. Kollege Wolfert, ich muss Sie enttäuschen. Das war ich. Hey, Valentin. Hast du was? Nein. Wieso? Naja, in letzter Zeit gehst du mir ständig aus dem Weg. Ach, Quatsch. Das bildest du dir bloß ein. Gerade wolltest du doch schon wieder abhauen. Ja, aber das hat nichts mit dir zu tun. Bei mir läuft gerade alles nicht so toll. Was ist denn aus deinen Bewerbungen für diese Schulen mit Kunstprofil geworden? Ja, schon die dritte Absage diese Woche. Das tut mir leid. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben mit der Bewerbungsmappe. Du willst wirklich weg vom Einstein, was? Naja, Physik und Mathe sind nicht so mein Ding. Ich wollte mal das machen, was ich kann. Zeichnen. Dachte ich jedenfalls. Hey, komm. Du bist wirklich gut. Ja, sag das mal den Leuten aus der Kunstschule. Lieber nicht. Nachher nehmen sie dich doch wirklich. Und dann sehen wir uns gar nicht mehr. Ich dachte, das ist dir egal. Ist es nicht. Ehrlich? Ah! Ah, hier bist du. Oh, tut uns leid. Naja, ich puste es wieder weg. Danke, ist gleich schon viel besser. Naja, er ist manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen? Och, er ist doch ganz süß. Ach ja? Wirklich? Ich glaube, wir könnten alle ein wenig Urlaub gebrauchen. Halten Sie mich für einen Wirrkopf? Niemand tut das hier, lieber Wolfert. Herr Dr. Wolfert, ich hatte gerade ein Gespräch mit Emma Schumacher. Sie behauptet, dass Sie René schon seit einer Weile ungerecht behandeln. Stimmt es, dass Sie ihn durch die Prüfung fallen lassen wollen, obwohl er die Fragen richtig beantwortet hat? Das ist doch totaler Unsinn. Ich persönlich habe nichts gegen René. Aber Tatsache ist doch, dass der Junge das Lehrerzimmer abgehört hat, um seine Prüfung zu bestehen. Es mag ja sein, aber solange es keinen handfesten Beweis dafür gibt, gilt René als unschuldig. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Ich versichere Ihnen, ich werde Beweise für meine Behauptung finden. Und wenn ich das ganze Internat auf den Kopf stellen muss. Sag mal, wo finde ich denn euren Direktor? Also die Treppe hoch und dann gleich die erste Tür rechts. Und kann man hier noch irgendwo einen Kaffee trinken? Ja klar, in der Mensa dort vorne. Danke. Ciao. Ciao. Annabelle! Bitte? Entschuldigen Sie, ich dachte, Sie wären meine Frau. Das sehe ich ja so ähnlich. Allerdings, verblüffend ähnlich. Danke. Ich nehme das als Kompliment. Dafür besteht kein Grund. Wir lassen uns gerade scheiden. Oh. Entschuldigung. Das macht nichts. Ist doch nichts passiert. Hey!
Im Schulhaus wird nicht gerannt. Schon mal davon gehört? Ja, schon, aber ich... Dann geh die Treppe noch mal hoch und komm vernünftig wieder runter. Kapiert? Das war aber jetzt wirklich nicht nötig. Oder? Na also, geht doch. Großer Gott, Sie möchte ich nicht zum Vater haben. Die Gefahr besteht auch nicht. Weder für Sie noch für mich. Und mach dich ja nicht schmutzig, ja? Deine Mutter ist ein bisschen eigen. Oh, dann müssen wir die Tortenschlacht wohl leider streichen. Was? War doch nur ein Witz, Herr Pasulke. Ach so. Ja, dann bis nachher, nicht? Und danke fürs Aufpassen. Ich mach nicht die Babysitter. Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen spielen. Ich hab mit so kleinen Giftzwergen nichts am Hut. Und er offensichtlich nicht mit mir. Ich hab viel Spaß mit dem kleinen Hosenscheißer. Ich gehe. Auch gut. Willst du vielleicht einen Kakao trinken? Na los. Halt mal. Gut, pass auf, der ist noch heiß. Jakob? Gut, das fängt ja gut an. Jakob? Komm sofort hierher, das ist nicht lustig. Tja, von meiner Seite wär's das. Haben Sie noch Fragen? Im Moment, Herr Berger. Das war ein Abenteuerurlaub? Ach so, ja, so ähnlich. Seit unser Kollege Fabian nach Amerika ausgewandert ist, suchen wir dringend einen Physik-Chemie-Lehrer. Ich würde wirklich ausgesprochen gerne auf Schloss Einstein unterrichten. Es gibt natürlich noch andere Anwärter, aber ich melde mich, sobald deine Entscheidung gefallen ist. Was ist das denn? Es gab da vorhin einen kleinen Zwischenfall. Das ist aber eine interessante Spezies. Das wird der nächste Bewerber sein. Ja, bitte. Frau Weintraub, guten Tag. Schönen guten Tag. Emanuel Stolberg, darf ich Ihnen Herrn Berger vorstellen? Bewerber für die Physik-Chemie-Lehrerstelle. Frau Weintraub, sie lehrt Französisch Musik und hat sich gleichfalls bei uns beworben. Ja, wir hatten bereits das Vergnügen. Oh ja, ich erinnere mich. Umso besser. Es wäre möglich, dass Sie beide ab Herbst dem gleichen Kollegium angehören. Das wäre bestimmt nett. Bestimmt. Ich freue mich immer, neue Kollegen kennenzulernen. Ja. Dann... Babysitten ist der pure Stress. Eigentlich wollte ich ihn doch nur mit Kakao bestechen. Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Aber wo ist denn der Kakao? Na, im Automaten. Tja, und die Frage ist, wie ist der Kakao zum Schrank gekommen? Komm raus, du bist umzingelt. Lass dich los, du Blödi. Tja, der Fall ist dann wohl gelöst. Vielen Dank, Mr. Sherlock Holmes. Komm, wir gehen spielen. Nö, ich bleib hier. Ah, verstehe. Du versteckst dich vor dem Chaosmonster. Na dann, viel Glück. Was ist denn für ein Chaosmonster? Psst. Das kann ich dir hier nicht erzählen. Vielleicht hört zu. Aber wenn du mehr davon wissen willst, musst du nur mitkommen. Hallo? Ist da jemand? Ach,
Herr Pasulke. Ja, ich wollte nur kurz fragen, ob Sie die Essensbestellung schon abgezeichnet haben. Da ist was. Was ist denn da? Genau an dieser Stelle klingt es, als ob die Wand hohl sei. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür? Ja, da verläuft der alte Kaminschacht, der nicht mehr benutzt wird. Aha. Und wissen Sie, von wo aus der zugänglich ist? Vom Dach natürlich. Ach, vom Dach? Warum wollen Sie das alles wissen? Genau hier, an dieser Stelle, höre ich seit einiger Zeit immer so ein merkwürdiges Rascheln und Knistern. Ach so, das sind die Tauben. Ah ja, Herr Pasulke, könnten Sie mir einen Plan von der gesamten Etage besorgen? Ja, sicher. Aber könnten Sie vielleicht kurz vorher noch den Auftrag für die Essensbestellung abzeichnen? Herein. Kann ich kurz mit dir sprechen? Meinetwegen. Emma hat mir vorhin erzählt, was heute bei deiner Prüfung mit Dr. Wolfert passiert ist. Und? Findest du auch, dass er dich ungerecht behandelt hat? Kann schon sein. Dr. Wolfert denkt, du hast bei der Prüfung geschummelt. Habe ich aber nicht. Du hast also nicht das Lehrerzimmer abgehört. Oh, Entschuldigung. Ich muss ihm unbedingt was zeigen. So, wir sind mitten in einem Gespräch. Es ist aber wirklich wichtig. Na schön. Denk noch mal drüber nach. Du kannst jederzeit mit mir reden. Danke. Wie sehen Chaosmonster aus? Sie haben 6 lange, haarige Arme und an jeder Hand 8 Finger. Damit können sie ganz besonders schnell Unordnung anrichten. Woher weißt du das? Ich hatte auch mal eins. Es hat in meinem Zimmer gewohnt. Das hast du gesehen? Mhm. Eines Nachts kamen ganz plötzlich komische Geräusche aus meinem Schrank. Da habe ich meine Taschenlampe genommen, habe mich angeschlichen, den Schrank mit einem Ruck aufgerissen und wow! Da saß das Chaosmonster in einem Berg aus Socken und hat mich ganz schön frech angegrinst. Aber eigentlich war es ganz niedlich. Was hast du dann gemacht? Ich habe sie überredet, in die Mülltonne in den Schulhof umzuziehen. Und? Naja. Jetzt kommt es mich manchmal immer noch besuchen. Und danach sieht mein Schrank wieder total unordentlich aus. Ich glaube, ich habe so ein Chaosmonster bei mir auch zu Hause. Wirklich eine tolle Geschichte. Wo hast du die her? Die habe ich mir selbst ausgedacht. Wirklich? Wow. Hast du noch mehr davon? Talent hast du jedenfalls. Danke. Ich will später auf jeden Fall auch mal was in der Richtung machen. Naja, vielleicht wäre dann eine Schule mit Schwerpunkt Literatur das Richtige für dich. Ja, bei genau so einer Schule habe ich mich gerade um Stipendien beworben. Hier ist auch ein Chaosmonster. Ah, und das heißt Jakob. Ich glaube, wir brauchen dringend eine neue Beschäftigung für dich. Na, macht's immer noch Spaß? Was? Du musst was tun. Das bringt doch nichts. Am besten, du gehst einfach zu ihm hin und sagst ihm die ganze Wahrheit. Wie? Jetzt? Ich bin sicher. Wann denn sonst? Und zwar bevor er den Schrank erreicht hat. Sonst ist es nämlich zu spät. Und jetzt du. Aber mach's richtig. Okay. Du lernst schnell, Babyface. Nun mach schon. Geh hin. Ich kann nicht. Du musst. Ich habe doch tatsächlich geschlagene 2 Stunden. Können wir Ihnen bei Ihrer Inspektion irgendwie behilflich sein, Herr Kollege? Nein, danke. Ja, wir wollten gerade einen Kaffee trinken gehen, wenn Sie wollen. Können Sie gerne mitkommen. Ja, rein.
Ja, also wie gesagt, ich habe dann in einer Praxis, wo man eigentlich nur... Boah, das war echt knapp. Ja, spätestens morgen wird Wolfert weitersuchen. Ja, aber ich kann mit ihm nicht reden. Naja, dann musst du eben mit Haller reden. Ja, was genau soll ich ihm sagen? Was du mir gesagt hast. Dass dein Vater dich von der Schule nimmt, wenn du sitzen bleibst. Und da wusstest du dir nicht anders zu helfen und hast Wolfert einfach belauscht. Und du meinst, es bringt was? Ja, sicherlich. Haller setzt sich bestimmt für dich ein. Okay, ich gehe zu Haller. Gleich morgen früh. Ehrlich jetzt? Da musst du auch noch hinlaufen. Und jetzt kommt der Bauchklatscher. Na, ihr habt's ja gerade so miteinander ausgehalten, was? War schlimm, oder? Naja, irgendwie muss ich den Zwerg ja beschäftigen. Ist dir aber gut gelungen. Was ich kann. Mensch, Jakob, wie siehst du denn aus? Seine Mutter macht Hackfleisch aus mir, wenn ich den so zu Hause abliefere. Gefällt Ihnen unser Action-Painting etwa nicht? Es tut mir leid, aber ich musste kurz weg und da hat sich Valentin bereit erklärt, auf ihn aufzupassen. Ja, schon gut, schon gut. Ihr habt mir trotzdem sehr geholfen. Aber dich stelle ich jetzt am besten erstmal unter die Dusche. Los, ab. Ah, Jakob, warte mal. Ich wusste gar nicht, dass du so gut auf kleine Kinder aufpassen kannst. Tja, für eine Überraschung bin ich immer gut. Und wie gefällt dir denn nun eigentlich unser Action-Painting? Ist verrückt und bunt. So wie du. Und du? Ich, muss los. Du willst, dass wir streiken? Na klar, so wie Wolfert mit René umgeht, ist echt das Letzte. Finde ich auch. Und schließlich hat er doch bei der Prüfung alles gewusst. Dann soll er auch eine gute Note bekommen. Meint ihr nicht, dass an der ganzen Abhöraktion irgendwas dran ist? Ach Quatsch. Wolfert will René bloß fertig machen. Dabei hat René gelernt wie ein Tier. Und warum sollte Dr. Wolfert sowas machen? Einfach so. Der hat René schon immer auf dem Kicker. Ja, stimmt. Wir streiken, bis René endlich seine 2 bekommt. Was ist denn hier los? Wir streiken für dich. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Na und ob? Wenn wir streiken, gibt Wolfert vielleicht klein bei. Das macht alles nur noch schlimmer. Na hör mal, es war total schwer, alle zusammenzutrommeln. Nett gemeint, aber wir sollten Wolfert nicht noch mehr reizen. Zu spät, jetzt ziehen wir das Ding auch durch. So früh und schon so schnell unterwegs? Ja, ich habe mal wieder total verschlafen. Du bist aber auch nicht gerade früh dran. Ja, ich musste mir noch saubere Sachen zusammensuchen. So ganz ohne Farbspritze hätte ich dich fast nicht wiedererkannt. Gut, dass ich dich treffe. Habe ich gestern im ganzen Durcheinander fast vergessen. Deine Post. Danke. Und danke nochmal fürs Aufpassen. Das gibt's doch nicht. Was? Ich habe das Stipendium gewonnen. Was für ein Stipendium? Ich habe doch an so einem Literaturwettbewerb teilgenommen. Davon hast du gar nichts erzählt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es klappt. Und was heißt das jetzt? Ich kann an so eine Schule gehen nach Hamburg. Die bietet spezielle Kurse für kreatives Schreiben an. Toll, oder? Ja, total toll. Du haust ab und ich kann sehen, wo ich bleibe. Kann mir mal jemand sagen, was das bedeutet? Wir streiken. Bitte? Wir streiken. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Und ob. Und wir hören erst auf, wenn sie René seine verdiente 2 in der Nachprüfung geben. Komm sofort zurück! Ich hoffe nur, wir machen uns deinetwegen nicht zum Klops. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Du darfst die Prüfung wiederholen. Ja, was steht hier noch so trübsinnig herum? Du darfst dich ruhig mal bedanken. Ich muss euch was sagen.
und war später mal total genial. Alles ist Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.